Und jetzt sind wir jetzt, dass ihr eigentlich alle auch in der Zeit offen seid, oder? Ja, genau, das ist richtig. Und alle am Fortbildungsinstitut tätig. Der eine Kollege im Fachbereich Kriminalistik, also bunt gemischt, die komplette Palette vertreten. Aber man sieht sich heute mit Herzblut bei der Sache. Müssen wir kurz über Einring reden. Einring ist ein kleiner Ort bei Verlassing. Und was genau ist da, was die bayerische Polizei verbindet? Ja, in Einring muss man sich so vorstellen, wir haben in Bayern knapp über 41.000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die wollen auch geschult werden. Und ja, es ist immer sehr wichtig, gerade in Bereichen wie der Cyberkriminalität, also dem polizeilichen Gegenüber immer nur einen Schritt weiter voraus zu sein und ganz aktuell am Puls der Zeit zum Unterrichten. Und ich denke mal, da haben wir sehr gut aufgestellt auch für die Zukunft. Und das passiert in Einring. Wunderbar, nochmal ein Applaus für die Band aus Einring vom BPFI. Und jetzt wird es richtig prominent hier beim Straßenfestival der Bayerischen Polizei, die heute den 70. Geburtstag feiert. Ich sehe schon den Schirmherrn dieser Veranstaltung. Ich sehe aber auch, wir haben noch einen anderen Geburtstag hier in München heute zu feiern, Stadtgründungsfest. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich den Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Neben ihm steht der Schirmherrn dieser Veranstaltung. Sein Büro ist hinter der Bühne, der hat es also gar nicht weit gehabt daher. Herzlich willkommen, der Staatsminister des Innern, zuständig für Bau und Verkehr, Herrn Joachim Herrmann, und den bitte ich jetzt zu mir auf die Bühne. Hallo, servus. Schon wieder. Ja, und den Herrn Reiter haben Sie auch gleich mitgebracht, das ist wunderbar. Hallo Herr Reiter, grüß Sie, Herr Herrmann. Darf ich mich zwischen Sie stellen? Wir setzen uns nämlich ganz gut ins Bild. Sie haben bei der besonderen Begleitung gehabt. So eine Illustre, nicht in Uniform, aber mit einer Busanzen. Geht sonst weg, die Herren mit der Pickelhaube. Weil die sorgen für ein wunderbares Bild bei uns. Und wir haben auch noch einen Applaus verdient. Die Herren sind schon in Venezia. Wer so einen Begleitschutz hat, dem kann nichts passieren, oder? Wir haben uns als Chef der Bayerischen Polizei, der ist gerade schön, wenn aber gerade so viele Mitarbeiter da sind, oder? Ja, in der Tat. Wir haben ja gestern Abend im Prinzregententheater schon unser 70-jähriges Jubiläum gefeiert. Und heute wollen wir das hier mit der ganzen Bevölkerung feiern. Ich denke, die Bayerische Polizei hat ja wirklich großes Vertrauen in der bayerischen Bevölkerung. Und hier in München natürlich in besonderer Weise auch. Wir haben auch mit der Landeshauptstadt München eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Und deshalb hat sich das war ursprünglich nicht so geplant, aber es hat sich der Termin nicht so ergeben, dass wir das jetzt dann heute sozusagen gemeinsam mit dem Stadtgründungstag der Landeshauptstadt feiern. Und ich habe das Gefühl, das gefällt den Münchnerinnen und Münchnern und vielen Gästen heute auch sehr gut. Man kann heute ganz einfach erleben, was die Bayerische Polizei alles Gutes darstellt, was sie bewegt, was sie anzubieten hat, wie sie letztendlich heute auch ein moderner Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger ist, dafür sorgt, dass wir sicher leben können in unserem Land, jedenfalls in Bayern sicherer als anderswo, dass München auch heute zu den sichersten Millionenstädten Europas gehört. Ich denke, das ist alles eine großartige Leistung. Und dafür möchte ich an dieser Stelle einfach mal der ganzen bayerischen Polizei, aber natürlich ganz besonders auch der Münchner, ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Die Münchner Polizei war heute schon vertreten, der Polizeipräsident, auch der Landespolizeipräsident war schon da. Herr Reiter, mit der Münchner Polizei, da fehlt Sie nichts, oder? Da fehlt Sie nichts, da kann ich also wirklich den Herrn Innenminister nur bestätigen. Also wir sind sehr froh und glücklich über die Zusammenarbeit mit unserer Münchner Polizei. Die Münchnerinnen und Münchner sind, glaube ich, wirklich stolz und auch sehr zufrieden mit ihrer Polizei, weil die Stadt München, wie gesagt, eine der sichersten Städte in Europa ist. Und ich glaube, das Thema, dass die Polizisten für uns in München immer noch Schutzmänner sind, beziehungsweise Schutzfrauen, um das jetzt konkret zu sagen, das zeigt immer noch ein gewisses Maß an Wertschätzung der Münchnerinnen und Münchner zu ihrer Polizei. Aber ich muss natürlich sagen, unsere Uniform entschieden. Aber daran arbeitet die Polizei ja gerade. Ja, wir haben den Wechsel von grün zu blau, ich habe schon vollzogen, Herr Herrmann. Das hat schon blau. Ja, gell, wir probieren im Moment die unterschiedlichsten Blautöne. Ja? Eine Kombination aus Blau und Rot haben wir jetzt eigentlich für die Zukunft nicht im Blick, ja? Sondern wollen dann eher einheitlich blau machen. Ein paar von den Blauen haben wir ja
schon ein bisschen auch hier, die haben sich so versteckt. Ja, Frau Polizeidirektorin, ja, die ist auch in Blau anwesend. So ähnlich sieht es jetzt dann in Zukunft aus. Ja, aber in der Tat, es wird doch ein bisschen Umstellung sein für viele. Ich erinnere mich noch gut, wie die Münchner Stadtpolizei noch in Blau herumlief. Dann haben wir alles einheitlich in Bayern auf das moderne Grün in den 70er Jahren umgestellt. Und jetzt wandelt sich das wieder. Entscheidend ist, dass die Polizei weiterhin erfolgreich ist, dass sie für die Menschen da ist, für die Sicherheit der Menschen. Ich glaube, das ist gerade in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig. Und mit einem umgekehrt dann auch, ja, attraktiven Uniform, aber vor allen Dingen, das ist nämlich der Hauptzweck, das muss man sagen, wir geben die Millionen nicht nur aus, damit die Uniformen schöner aussehen, sondern das vor allen Dingen ist, wir haben funktionalere Stoffe, moderne Textilien, das, was man heute selbstverständlich in der Outdoor-Bekleidung hat. Und wenn wir ehrlich sind, auch wenn es fesch aussieht, den ganzen Tag so herumlaufen will jetzt auch keiner mehr. Ne? Insofern ist es ja gut, wenn wir ein bisschen modernere Uniformen haben. Hermann, heute ist auch der Landestag der Verkehrssicherheit, den richtet die Bayerische Polizei jedes Jahr aus, reden wir also über Verkehrssicherheit. Haben Sie ein ehrgeiziges Ziel, nämlich die Zahl der Verkehrstoten nochmal reduzieren? Ja, wir haben einfach immer noch viel zu viel Tote auf unseren Straßen. Wir freuen uns, dass wir heute eine moderne, mobile Gesellschaft sind und wir alle wollen beruflich, wollen privat, in der Freizeit, wir wollen unterwegs sein. Der eine mit dem Fahrrad, der andere mit dem Auto, im öffentlichen Nahverkehr, wie auch immer. Das ist ja auch gut und das wollen wir niemandem madig machen. Aber dass mit diesem Verkehr in unserem Land immer noch 500, 600, vor einigen Jahren noch 700 Tote allein in Bayern jedes Jahr verbunden sind, damit dürfen wir uns nicht abfinden. Das ist einfach nicht okay. Und deshalb müssen wir alles dafür tun, dass wir die Mobilität in unserem Land verbinden mit weniger Unfällen, mit weniger Toten, mit mehr Verkehrssicherheit. Das ist mir wirklich ein großes Anliegen. Deshalb haben wir vor 5 Jahren diesen Landestag der Verkehrssicherheit geschaffen. Wir haben auch neue Verkehrssicherheitskonferenzen. Wir arbeiten eng zusammen. Da ist die Zusammenarbeit mit den Automobilfirmen wichtig. Da ist die Zusammenarbeit mit den Kommunen wichtig. Mit vielen, die da insgesamt unterwegs sind, ob das ADAC ist oder ADFC für die Fahrradfahrer und, und. Wir wollen gemeinsam alles dafür tun, dass es weniger Tote auf den Straßen gibt. Und da bieten wir heute viele, viele Informationsmöglichkeiten. Denn man muss es ehrlich sagen, Technik, ja, da machen die Automobilbauer einiges. Gebaute Sicherheit, dass wir gefährliche Straßenkreuzungen entschärfen, ja. Aber die allermeisten Fehler im Straßenverkehr, die allermeisten Ursachen für tödliche Verkehrsunfälle, die setzen schon, ehrlich gesagt, wir Verkehrsteilnehmer selber. An den allermeisten Unfällen ist heute nicht mehr Technik oder Straße oder sonst was schuld, sondern wir, die wir unterwegs sind, diejenigen, die am Steuer sitzen, weil sie unverantwortlich schnell fahren oder weil sie besoffen am Steuer sitzen und. Und dafür das Bewusstsein zu schärfen, dass es an uns allen liegt, jeden Tag, dass wir uns richtig verhalten im Straßenverkehr. Und ich kann in der Summe nur sagen, meine Damen und Herren, es ist nach wie vor wirklich die goldene Regel, wie das in § 1 der Straßenverkehrsordnung steht. Wenn sich da alle dran halten würden, hätten wir wesentlich weniger Probleme. Ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Wenn wir das beherzigen, dann können wir, denke ich, wesentlich sicherer unterwegs sein. Ich lade Sie alle herzlich ein, dass Sie die vielen Informationsmöglichkeiten heute wahrnehmen und dass Sie dann selber bitte im Alltag, in den restlichen Wochen und Tagen dieses Jahres, das beherzigen, was Sie heute auch wieder miterleben. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie stets sicher auf Bayerns Straßen unterwegs sein werden. Alles Gute. Das heißt, auf Münchner Straßen sollte man nicht unbedingt zu schnell fahren. Ja, ich glaube, das ist eins der Dinge, die Geschwindigkeit, aber ich glaube, der Innenminister hat komplett recht. Das Grundproblem ist, glaube ich, immer noch, dass wir selber steuern, wie gefährlich oder wie ungefährlich wir uns im Straßenverkehr bewegen. Und die friedliche Koexistenz zwischen den einzelnen Mobilitätsformen erleben wir ja jeden Tag, gerade in einer Stadt wie München, wenn man Fußgänger und Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer, Radfahrer und Autofahrer erlebt. Da muss sich jeder, glaube ich, weil wir beide ja zwei Hirnhälften haben. Einer sind wir Fahrradfahrer, den anderen sind wir Autofahrer. Und je nachdem, mit welcher wir gerade unterwegs sind, ärgern wir uns über den anderen. Also gegenseitige Rücksicht und etwas mehr Toleranz wäre sicher richtig.
Ich möchte eins tun, was ich vorher nicht getan habe, erlauben Sie mir einfach die 30 Sekunden. Ich wollte mich ganz, ganz herzlich bei der Bayerischen Polizei, bei der Münchner Polizei, beim Polizeipräsidium, bei den Präsidenten, aber bei jedem einzelnen Mitglied der Münchner Polizei ganz herzlich bedanken. München lebt sehr, sehr gut mit seiner Polizei. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in München eine solche hervorragende Polizei haben. Wir werden es auf dem Oktoberfest dann wieder austesten. Dankeschön an alle. Also, Dankeschön an alle.